Ja, hallo, grüß euch. Willkommen bei meiner Gesprächstherapie. Oh, das habe ich nie abgestritten. Das, was ich so sage, ist eigentlich nicht mehr als weniger als das, dass ich mir hier irgendwie die Welt erkläre. Und ich muss ja einen Reim darauf finden, also bei all dem, was mir da so um die Ohren geklatscht wird. Und nun, ich komme zu dem Ergebnis, dass nur ein klarer Geist wirklich klare Verhältnisse vorfindet und dass demzufolge ja jeder sein eigenes Licht sein muss, in denen sich dann ja auch in der Tat alles, was passieren könnte, sich sofort reinigt, sodass ich das, was ich nicht mehr vorfinden will, auch nicht mehr vorfinde. Das stimmt. Nun kam ich heute oder gestern Abend, aus welchem Grund auch immer, auf die letzte Viertelstunde einer Sendung, die sich mit dem Thema befasste. Was passiert eigentlich, wenn die Welt oder wenn die Erde in ein schwarzes Loch gezogen wird? Es wird jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber es dient so wunderbar zur Verdeutlichung dessen, was mit dem Menschen generell los ist und was mit jedem einzelnen Menschen los ist. Und darum möchte ich es ganz gerne kurz beschreiben. Also die Sendung wollte darauf hinaus, dass es sein kann, dass die Erde in ein schwarzes Loch gezogen wird und dass dann wirklich fürchterliche Sachen passieren würden. So Entsetzliches. Der Sauerstoff würde abgezogen werden. Die Menschen würden, soweit das, die meisten Menschen würden ersticken. Und dann wird auch noch gewaltig an der Erde so gezogen. Und dann klaffen die Erde, die Erdoberfläche reißt auf. Es gibt Erdbeben, geben es dann Vulkanausbrüche. Und dann natürlich würden die Menschen da ganz einfach sterben. Die Magma würde ins Meer sich ergießen. Und dann würden auch die Lebewesen im Ozean alle sterben und so weiter. Das war ein fürchterliches Szenario. Das war dann der Moment, wo ich mich gefragt habe, das soll alles wissenschaftlich gewesen sein. Also es wurden andere Wissenschaftler befragt, da so pittoresk dekoriert, dann die Schreibtische dann mit Planetenmodellen und all sowas. Und da habe ich mich gefragt, wo die eigentlich ihren Abschluss gemacht haben. Das Erste, was ein Wissenschaftler, den wir alle kennen, nämlich Stephen Hawking, herausbekommen hat, ist, dass in einem schwarzen Loch die Zeit stillsteht. Das heißt, in einem schwarzen Loch passiert gar nichts. Überhaupt nicht. Nehmen wir mal für eine Sekunde an, die Erde würde in ein schwarzes Loch fallen. Dann würde sie in der Tat, dann würde der Sauerstoff abgezogen werden und die Erde würde langgezogen werden. Und dann würde es in der Tat dazu kommen, die Erdoberfläche reißt auf, die Magma würde austreten, also etwas. Nur, das kann sie nicht. Siehst du, selbst wenn ich ein Gesicht eines Menschen bis zum geht nicht was langziehen würde, dieser Prozess der Spaghettisierung, das war ein Begriff von Stephen Hawking und das hat sich also auch eingebürgert, dann würde die Nase trotzdem da bleiben, wo sie ist. Sie würde nur eine unendlich lange Ausdehnung haben, aber sie ist und bleibt da. Was immer der Nase passiert, es würde den Mund oder die Augen nicht erreichen. Das heißt, in dem Augenblick, wo die Erdoberfläche auseinandergezogen würde, der Planet auseinandergerissen werden würde, würde die Magma zwar austreten, aber sie bleibt da, wo sie ist. Stephen Hawking hat gesagt, bevor etwas ins schwarze Loch fällt, wird es kartografiert. Das heißt, es würde fotografiert werden. Als Bild wird es bestehen bleiben. Und viele andere Sachen, die dann passieren würden, all das würde faktisch immer wieder fotografiert werden, aber es würde als solches erhalten bleiben. Aber es würde so auseinandergezogen werden, dass die einzelnen Sachen keinen Bezug mehr zueinander hätten. Mit anderen Worten, alle Ereignisse, die dann passieren könnten, würden passieren, ohne dass sie einen Bezug zueinander hätten. Oder dass sie einen Bezug zueinander hätten. Ich glaube, das können wir uns so vorstellen, dass wir uns dann, wenn wir hier in unserem Leben uns mit einem Hammer auf den Daumen hauen, dann würden die einzelnen Prozesse, also der Hammer trifft den Daumen und wir fangen an zu jaulen, weil wir Schmerzen haben, die einzelnen Prozesse würden so sehr sich aufspalten, dass es keinen Bezug mehr dazu hätte, dass der Hammer auf den Daumen trifft und ich dann Schmerzen hätte. Das ist für uns jetzt im Augenblick wichtig. Weil wir alles, was wir erleben wir praktisch wie als einen Phantomschmerz.
Und Phantomschmerzen können höllisch sein. Das, was jeder Mensch, der schon mal, der amputiert worden ist, an einem Arm oder an Beinen, und der trotzdem noch 3 oder 4 Jahre nach der Amputation, sagen wir mal, seines linken Beins, immer noch Schmerzen im linken Bein hat. Obwohl es ja eigentlich gar nicht sein kann, denn das Bein ist ja nicht mehr da. Nein, körperlich ist das Bein nicht mehr da. Aber der Sektor in seinem Energiefluss, der ist noch da. Und wenn auf diesem Sektor irgendwas nicht in Ordnung ist, was Schmerzen erzeugt, zeigt der das an. Und es meldet sich in unserem Bewusstsein als etwas, was Schmerzen erzeugt. Wir beziehen das, wenn wir also irgendwo Schmerzen haben, auf die tatsächlichen Ereignisse. Auf das, was da offenkundig was mit zu tun hat. Obwohl es das eigentlich streng genommen gar nicht hat. Das ist etwas kompliziert zu verstehen, aber ich glaube, so kompliziert auch wieder nicht. Wir haben, es gibt in der Tat eine Möglichkeit, die Zeit so zu erleben, dass sie so immens verlangsamt wird, dass die einzelnen Ereignisse, die aufeinander folgen, so weit auseinanderklaffen, dass sie keinen Bezug mehr zueinander haben. Man könnte sagen, wenn ich das Liedchen Hänschen klein pfeifen würde, könnte das jeder mühelos verstehen. Die Melodie wäre ja zu erkennen. Sie wäre aber nicht mehr zu erkennen, wenn ich jeden Tag, jeden einzelnen Tag nur einen Ton pfeife und am nächsten Tag wieder noch einen Ton und so weiter. Und erst nach einer langen Reihe von Tagen wäre dann die Melodie Hänschen klein zu erkennen. Zeit ist relativ. Das wissen wir seit Einstein. Und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Ich kann es nicht nachrechnen, aber ich weiß, dass er damit recht hat. Seit dem Auftauchen der Einsteinschen Relativitätstheorie und seit dem Auftauchen der Quantenphysik hätten wir uns schon längst einen Reim drauf machen können. In meinem letzten Stream hatte ich gesagt, du kleines Paket Energie. Denn jeder verwaltet sein kleines Paket Energie und reinigt es so gut es kann, so gut er kann. Das tut er immer dann, wenn er sagt, ich bin das weiße Licht meines eigenen Daseins. In meinem Energiestrom lösen sich alle Unklarheiten, alle Verwirrungen, jede Konfusität, alles was konfus ist, jede Konfusion und sämtliche Grausamkeiten, Abscheulichkeiten und so weiter sofort auf. Es ist in der Tat alles relativ. Ganz egal, welche Situation Schmerz erzeugt, wenn ich sie so ausdehnen würde, dass es nur noch als einzelne Bilder zerstückelt nebeneinander existiert und immer wieder von etwas anderes durchbrochen wird, wäre der Zusammenhang nicht mehr zu erkennen. Und jetzt kommen wir dazu, was es mit unserem weißen Licht nun ganz genau zu tun hat. Eine Menge. Denn unser weißes Licht könnte immer wieder durch alle Ereignisse brechen und immer wieder so aufflackern, dass die einzelnen Ereignisse, die hinter uns liegen, kein zusammenhängendes Bild mehr gibt oder nicht mehr geben. Sodass die tatsächlichen Zusammenhänge, die einmal zu erkennen waren, als das doch alles sehr komprimiert war, dass die sich aufspalten. Und hier haben wir auch die Erklärung für unsere Déjà-vus. Déjà-vu blitzt ja manchmal auf. Das hat man ja manchmal, dass man irgendwas tut und denkt, das habe ich schon mal gehabt. Ja, in der Vergangenheit hattest du das auch schon mal. Aber in einem so scheußlichen Zusammenhang, dass du den Gesamtzusammenhang gar nicht mehr erkennen kannst und gar nicht mehr erkennen willst. Stattdessen setzt du das ganze Puzzle neu zusammen. Und ich sagte doch schon einmal, das Leben ist wirklich wie ein Puzzle. Du setzt deine einzelnen Puzzleteile neu zusammen. Ich denke, du weißt, was ein Puzzle ist. Und wenn ich jetzt ein Puzzle mit 100 Teilen habe, dann wenn die da alle auf einem Haufen liegen, dann gibt das natürlich überhaupt gar kein Bild. Setze ich die aber alle so zusammen, dass sie ein Bild ergeben, ja, dann habe ich es fertig.
und wir sind andauernd dabei, uns zusammenzupuzzeln. Wobei wir alles, was wirklich unseren ganzen Lebensstrom völlig in, also wirklich völlig in Eimer gebracht hat, völlig etwas, was es völlig in die Binsen gebracht hat, wieder reinige. Alles wieder rausschmeiße, was ich nicht mehr gebrauchen will, was ich auch nicht mehr haben will, woran ich auch nicht mehr erinnert werden will. Das alles will ich nicht mehr. Und durch meine wirklich starke Ausstrahlung in meinem eigenen Leben habe ich es auch weggekriegt. Und da die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens immer nur daran bestehen kann, den eigenen Energiestrom wieder zu klären, wäre das eine absolut befriedigende Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. Und um die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens geht es. Es hat nie was anderes gegeben. Alle anderen Sachen, die hier passiert sind oder die passieren könnten, auch in Zukunft, sind nur Phantomanzeige, Phantomschmerzen. Aber die können gewaltig sein. Es gibt Menschen, die leiden wirklich unter Schmerzen in Beinen und Armen, obwohl der Arm oder das Bein gar nicht mehr da sind. Aber die Schmerzen sind höllisch. Und wir erkennen auf einmal, dass das mit dem Körper nur indirekt etwas zu tun hat. Die wirkliche Ursache, das Wirkliche, was da zu reinigen ist, ist immer der eigene Energiestrom. Alles andere ergebe überhaupt gar keinen Sinn. Wir können es anders zusammensetzen, sodass wir noch einen anderen Sinn darin erkennen können. Zum Beispiel der, dass wir sagen, wir haben hier Schmerzen und die anderen sind aber schuld daran. Und jetzt fangen wir an, die anderen zu bekämpfen. Aber weil es immer nur um die Reinigung des eigenen Energiestroms geht, hat das natürlich überhaupt gar keinen Erfolg. Denn ich kann den anderen schließlich nicht einimpfen, was der zu tun hat. Darum hatte ich auch gerade am Anfang gesagt, willkommen bei meiner Gesprächstherapie. Ich meine, nicht ihr seid in Therapie, das ist meine. Das ist gar keine Frage. Ich habe nur nicht die Absicht gehabt, euch ständig mit meinen eigenen Problemen so voll zu labern. Ich hatte nur gedacht, es sei eine kluge Idee, herauszukriegen, worin denn nun eigentlich die eigene Problematik genau besteht. Und es ist immer eine tragische Geschichte, wenn Fachleute zwar ihr eigenes Fachgebiet gut erkennen, aber den Gesamtzusammenhang nicht herauskriegen. In dem Bericht gestern kam noch vor, dass jemand gesagt hatte, wir fließen ja alle oder wir bewegen uns ja alle wieder auf die absolute Singularität zu. Nun, die absolute Singularität ist nichts weiter als ein Punkt. Ein Punkt hat keine Ausdehnung. Jetzt haben einige gesagt, aber es könnte ja auch sein, dass die Singularität eine Art Ring ist. Ja, das kann nicht sein. Ein Ring hätte eine Ausdehnung. Und das kann ein Punkt nicht hergeben. Die Idee eines Punktes besteht darin, dass alles, was auf diesem Punkt liegt, mit diesem Punkt absolut identisch ist. Absolut. Darum passt ja auch alles auf einen einzigen Punkt. Weil da gibt es nur eine einzige Meinung, nur ein einziges Gefühl, nur eine einzige Ansicht, nämlich von sich selbst, von einem etwas anderem kann er es ja nicht mehr haben, denn da das Ganze keine Ausdehnung hat, gibt es nichts anderes mehr. Und wir alle, die da auf diesem Punkt versammelt wären, würden in dem anderen stets sich selbst erkennen. Und darum hat dieser Punkt auch keine Ausdehnung. Das kann es nicht haben. Und darum kann es auch kein Ring sein. Denn ein Ring würde ja eine Ausdehnung voraussetzen. Ein Ring hat keinen Anfang und kein Ende, das ist richtig. Aber trotz alledem wäre es noch eine Bewegung, was auch eine ganze Menge anderer Sachen noch zulassen würde. Das kann ein Punkt nicht hergeben. Also kann eine Singularität unmöglich ein Ring sein. Was möglich ist, dass sich ein einzelner Punkt da irgendwo befindet, auf dem wirklich alles eins ist, aber wirklich alles eins ist, sich drumherum aber ein Ring bewegt, der noch andere Eventualitäten, alle Eventualitäten, die es geben könnte, noch mit aufnimmt.
Wenn dieser Ring sich sehr eng an diesem einen Punkt befindet, also um diesen einen Punkt befindet, dann sind da Möglichkeiten nicht allzu viele, weil trotz allem noch so Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Aber wenn die Ringe größer werden, können auch mehr Sachen mit ins Boot kommen, sozusagen. Da können auch immer mehr Sachen sich so anfinden. Und wenn das dann sehr große Ringe sind, ja, dann haben wir den konfusen Zustand. Dann haben wir die Verwirrung. Im Grunde genommen bewegen wir uns alle, oder das ist vergleichbar wie mit einem riesengroßen Berg. Ein Wahnsinnsumfang, aber alles strebt auf diesen einen Peaks da ganz oben zu, auf diesen klitzekleinen Punkt, wo wir alle auf einmal wieder alles, wo alles wieder eins ist. Darum kamen Dichter wie zum Beispiel Rainer Maria Rilke auch auf den Punkt zu sagen, alles ist eins. Ja, ganz oben bestimmt. Aber da entfallen die Diskussionen. Da entfallen die Meinungsverschiedenheiten. Das unser Leben doch sehr lebendig macht. Quietsch lebendig sogar. In oberen Reihen quietsch vergnügt. Der eine findet das toll, der andere findet das toll, aber alles versteht sich prächtig. Aber weiter unten, das ist da, wo wir sind. Da streiten wir uns herum. Da scheiden sich dann die Geister und da streiten sich dann alle. In dem Film Martin Luther, in dem Film Luther, da ist mir am Anfang diese Szene noch so erinnerlich, wo dann also alle dann, wo es dann um alle Ablassbriefe und sowas ging. Und dann hatte er ja auch einen Ablass für seinen Onkel gekauft und dann ging es dann darum, dass er dann so ein Stück Papier bekam. Und dann sagte er ein, da sagte dann der Mönch da, also ein Vater unser auf jede Treppe, auf jeder Treppe, und dann, wenn du ganz oben bist, dann ist dann dein Onkel dann erlöst und tritt dann durch die Himmelspforte. Das hat mir der Mensch ja so verkauft. Und geht das also, auf jeder Stelle, auf jeder Stufe sollte man dann seinen Vater unser beten und dann die nächste Stufe und wieder seinen Vater unser beten. Und alle Menschen taten das da. Das war geradezu ein Abbild für das, was wirklich geschieht. Nur dass das mit dem Vater unser gar nichts zu tun hatte. Praktisch in jeder Etappe deines Lebens reinigst du dich. Und zwar einfach mit dem Wissen, ich bin das weiße Licht meines Seins. Da brauchst du dann nicht deine Paternoster da zu beten. Das ist ziemlicher Unsinn, weil jeder Mensch sieht die Welt anders und hat einen anderen Zugang zu ihr. Also fangen wir logischerweise irgendwann an zu erkennen, dass zwar jeder so wie er ist, unantastbar ist, das ist der Mensch immer. Er ist unantastbar. Jedenfalls sollte er das sein. Und das ist er immer dann, wenn er es weiß. Aber er ist auch immer da, er ist auch immer damit beschäftigt, seinen eigenen Geist wieder zu reinigen. Weil ein klarer Geist klare Verhältnisse vorfindet. Nur ein klarer Geist findet klare Verhältnisse vor. Ein konfuser Geist. Ein verwirrter Geist, der wird immer verwirrende Umstände vorfinden. In einem Buch von Agatha Christie, das war das Buch Alibi, da tauchte die Figur eines Arztes auf, der dann sagte, er hält das menschliche Leben nicht gerade für besonders wertvoll. Da sagte dann der andere zu ihm, ist das denn nicht ein bisschen eigentümlich, eine eigenartige Ansicht für einen Arzt? Sagte der Arzt, nicht wirklich. Sehen Sie, wenn ein gesunder Mensch stirbt, ist es egal. Wenn ein kranker Mensch stirbt, ist das ein Glück. Ein sehr kranker Mensch, auch ein geistig verwirrter Mensch. Wenn so ein Mensch stirbt, ist es ein Glück. Aber wenn wir ein Medikament finden, das aus einem kranken Menschen einen gesunden Menschen macht, dann bedeutet das eine ganze Menge. Und das sollte das Bestreben, so führt er aus, eines jeden Arztes sein. Das ist auch meine Meinung. Wenn ein völlig verhuddelter Energiestrom, ein völlig verknoteter, total blockierter, verzerrter Energiestrom, also das jetzt weiter zu betreiben, halte ich nicht gerade für sehr klug. Aber wenn es mir gelingt, aus meinem Energiestrom einen klaren Energiestrom zu machen, eben durch das, was ich denke, ja, dann bedeutet es ein Glück für mich.
denn mein Leben war am Anfang ein ziemlicher Schlamassel. Jetzt klärt sich die ganze Geschichte wieder. Nur ein völlig verwirrter und ein völlig hilfloser Geist, der völlig aus den Fugen geraten ist, findet so verworrene Umstände vor wie wir. Und wir müssen einen Kreis wieder schließen, nämlich unseren eigenen Energiekreis. Und ich habe das mit dem Beispiel, mit diesem, dass wenn die Erde in das schwarze Loch gezogen wird, deshalb genannt, weil das etwas ist, was uns persönlich passiert. Wir sind nicht in einem schwarzen Loch, noch nicht. Da werden wir auch gar nicht reinkommen. Aber nicht, solange wir lebendig sind. Wenn wir gestorben sind, geben wir die ganze Belastung sowieso wieder ab. Dann brauchen wir es nicht mehr. Aber wir erleben in etwa das. Alle Ereignisse, die uns passieren, geben für uns in irgendeiner Weise ein Muster, was für uns logisch erscheint. Bis wir auf den Gedanken kommen, dass es das streng genommen ja gar nicht ist. Denn dass alles einer Kausalität zugrunde liegt, das erkennen wir deshalb, weil wir dem Ganzen genau diesen Sinn geben. Fangen wir aber an, diesen Sinn nicht nur in Frage zu stellen, sondern einfach umzudrehen, zu sagen, nee, so, das läuft hier gar nicht mehr so, ich sehe das Leben völlig anders, dann ergeben die Ereignisse deines Lebens auf einmal keinen Sinn mehr. Den du vorher warst, dass ich was für große Bedeutung geschenkt hast. Aber etwas, was für dich gar keine Bedeutung mehr hat, verschwindet, weil es in deinem eigenen Geist nicht mehr vorherrscht, weil es sozusagen unter ferner Liefen läuft. Vor ein paar Tagen hatte ich gesagt, du belegst von 100 Plätzen in deinem Leben, von Platz 1 bis 100. Platz 1 bis 100. Sämtliche 100 Plätze sind von dir belegt. Und jeder, der mit einem dieser Plätze identisch ist, taucht in deinem Leben auf. Wenn du jetzt aber zum Schluss kommst, ich möchte so nicht mehr sein, auf keinen Fall will ich die Welt so sehen, nie wieder, dann rangiert dieser Platz nicht mehr auf, sagen wir mal, Platz 3 oder 5 oder 20, sondern er rutscht immer weiter runter. Nun, die letzten 20 Plätze werden von uns meistens nicht beachtet und fallen weg. Die sind nicht mehr wichtig. Sie tauchen nicht mehr auf. Und weil sie für uns keine Bedeutung mehr spielen, beachten wir sie nicht mehr. Und dann interessiert es uns nicht mehr. Was wir nicht wussten, war, dass wir eine solche Entscheidungsgewalt in unserem Leben haben. Und was wir noch viel weniger wussten, war, dass nur weil wir eine dermaßen Entscheidungsgewalt in unserem Leben haben, das aber auch bedeutet, dass sie im Leben der anderen gegen Null tendiert. Weil nun mal keiner für einen anderen Menschen befehlen kann, was er gefälligst für gut und richtig halten soll. Das war etwas, was uns am meisten Schwierigkeiten gemacht hat. Und das war wohl auch das, weshalb ich vor ein paar Tagen auch gesagt habe, ich muss mich ja geradezu bei euch entschuldigen, weil es uns die Vorstellung nimmt, dass wir irgendeinen Gott, der über uns schwebt, dann sagen können, hier, bring du das mal alles in Ordnung und bitte sei mir gnädig oder so etwas. Das gibt es auf einmal nicht mehr, das kann es nicht mehr geben. Und ich war da schon ziemlich im Zweifeln mit mir. Ich hatte da also, im Grunde genommen zögerte ich wie Hamlet. So der weil ich immer sagte, um Gottes Willen, nein, und das ist ja, wenn die anderen, wenn sie das in tiefste Verwirrung stürzt oder sowas, oder wenn ich den Menschen sage, dass sie praktisch in ihrem Leben allmächtig sind, was macht das denn dann aus ihnen? Was ist denn, wenn da einer völlig durchdreht und sagt, ja, genau, ich bin allmächtig, ich kann ja wohl noch tun, was ich hier will, und fängt dann sofort an, die anderen zu massakrieren. Und dann fiel mir auf, dass genau das nicht passieren kann. Denn wenn jemand begriffen hat, warum er denn allmächtig ist in seinem Leben, dann weiß er auch sofort das Zweite. Er weiß, dass er genau diese Macht verliert, wenn er einem anderen Menschen zu nahe kommt. Denn tut er das, dann lässt er den anderen nicht nur gelten, sondern er öffnet ihm Tür und Tor, in sein Leben immer reinzuplatzen, wenn er gerade Lust hat.
Unter anderem auch mit seinen Schmerzen, unter anderem auch mit seinen Belastungen. Er kann also, wenn er kann da reinkommen und reinplatzen und, ihn, und den anderen da mit seinen Sorgen da vollmüllen, wie er will. Der andere hat ihm ja selbst die Tür dafür aufgemacht. Aber die Menschen wussten das nicht. Offenkundig nicht. Weil sie angefangen haben, und das schon seit ziemlich langer Zeit, die anderen Menschen zu sehen und auch zu beurteilen. Aber sie kamen niemals auf den Gedanken, dass das, was sie in einem anderen Menschen sehen, nichts weiter als eine Reflexion von sich selbst ist. Denn sonst wäre ja diese Projektion ja gar nicht aufgetaucht. Wir kamen einfach auf diesen Gedanken nicht. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum die meisten es jetzt so sehr ablehnen oder warum es so viele ablehnen. Ich meine, ich bekomme sehr viele Klicks für meine Videos. Aber die wenigsten fangen an zu verstehen, was das genau mit ihrem Leben zu tun hat. Und dass du der Regisseur in deinem eigenen Leben bist und da kein anderer, der die Fäden zieht, das ist etwas, woran wir uns wirklich gewöhnen müssen. Das schafft man nicht innerhalb von einem halben Tag. Dazu waren die Ansichten, die wir dann über unser eigenes Leben hatten, viel zu widersprüchlich. Wir haben wirklich Hü und Hott gerufen, und zwar gleichzeitig. Weil wir, wenn wir gesagt haben, das eine soll funktionieren, wir aber dann gleichzeitig für etwas anderes die Tür zugeschlagen haben, was wir aber auch wollten. Wir kriegten das nicht unter einen Hut. Wir haben nicht verstanden, wie wir das, was wir da in unserem Leben und Klasse finden, wie wir das alles unter einen Hut bringen sollen. Bis wir verstanden haben, dass wenn ich so viele Sachen haben will, ich auch dafür sorgen muss, dass sie alle in etwa die gleiche Schwingungshöhe haben müssen, und zwar eine so hohe Schwingungshöhe, dass nicht das eine das andere bekämpft. Und dass das ganz allein in meiner eigenen Regie liegt in meinem Leben und respektive in deinem Leben. Wenn wir das verstanden haben, haben wir sehr viel verstanden. Es ist in der Tat eine ungewöhnliche Art und Weise, das Leben zu betrachten. So, dass wir da erstmal, wir können es kaum fassen. Aber es würde alles erklären. Und in deinem Leben sowieso. Es erklärt auf einmal alles. Warum du etwas denkst, warum du etwas sagst, warum du dich bei einigen Sachen sehr unwohl fühlst, warum du dich bei einigen Sachen sehr, sehr wohl fühlst, obwohl du doch eigentlich immer gesagt hast, dass es völlig Unsinn ist. Du fängst auf an, Dinge in Frage zu stellen, aber nicht, um anschließend triumphierend bei jemandem aufzutauchen und dann da klipp und klar zu sagen, jetzt hör mir mal gut zu. Nee, auf einmal fängst du an, die Ansichten, die du früher hast gelten lassen, in Frage zu stellen und jetzt auf einmal etwas anderes daraus zu machen. These, Antithese, Synthese. Das ist immer das Gleiche. Nur, wir haben es gelehrt bekommen, wir haben es aufoktroyiert bekommen, dass wenn wir uns korrigieren, es sofort eine schuldhafte Sache ist, dass wir sofort anfangen, schuldbewusst da reinzuschauen und zu sagen, ja genau, wir sind ja auch und was weiß ich was, anstatt dass wir jemals registriert hätten, dass das eine ganz normale Entwicklung ist. Ein Wachstumsprozess. Meines Wissens wird dein Kind nicht dafür Ärger bekommen, nur weil es in den Schuhen herausgewachsen ist. Irgendwann sind die Schuhe zu klein, da müssen größere her. Das ist doch wohl logisch. Ja, wie kommen wir denn auf den Gedanken, dass es bei einem erwachsenen Menschen anders ist? Wir mussten das lernen, wir mussten es verstehen. Ich hoffe, dass du Verständnis dafür hast, dass ich am Anfang mit Singularität und sowas alles ankam und mit dem schwarzen Loch ankam, aber wir befinden uns eigentlich in einem, also wir befinden uns nicht in einem schwarzen Loch, aber wir befinden uns doch ziemlich nah an diesem Horizont, dass wir sagen, okay, wir lassen das im Leben, das lassen wir jetzt ganz langsam ablaufen, damit wir auch genau erkennen, was hier los ist. Damit ich in meinem Leben genau erkenne, was ich hier tue und warum ich es tue und was ich hier mache. Und
Gar keine Frage. Ich erkläre hier, das ist, also was heißt Gesprächstherapie, aber ich erkläre mir allmählich, oder sagen wir mal so, allmählich erklärt sich mir die Welt. Auf einmal verstehe ich genau, was die Welt mit mir zu tun hat und ich verstehe genau, was ich in dieser Welt zu tun habe. Und das läuft immer auf die Reinigung der eigenen Energieströme hinaus. Das kann ich ja nun nicht auf Kosten anderer. Andererseits nimmt die Verwirrung hier oder auch die Kampfbereitschaft, die Wut, der Zorn hier so rasant zu, dass ich finde, es wird höchste Zeit, dass es den Menschen mehrheitlich klar wird, worum es hier ganz genau geht. Es geht immer um deine eigene Reinigung von etwas, denn ich meine, du willst doch klare Verhältnisse vorfinden. Ja, das geht aber nur mit einem klaren Geist. Sonst funktioniert es nicht. Das ist doch wohl logisch. Ich meine, versuch mal, Fruchtsaft zu machen und dann press mal die Früchte, die du dazu auspressen willst, durch ein verschimmeltes und vergammeltes Sieb. Wie schmeckt denn das dann? Eben. Ich wünsche dir wirklich sehr viel Mut. Oh, du hast ihn. Sonst würdest du meine Worte, du würdest meine Worte gar nicht, meine Worte gar kein Gehör schenken. Aber ich finde, dass man dir mal sagen sollte, Chapeau. Was für ein Mut. Es ist äußerst ungewöhnlich, dass Menschen so einen Mut haben. Wir brauchen solche Menschen natürlich, logischerweise. Wir brauchen Menschen mit einem klaren Energiestrom. Wie soll das denn sonst laufen hier auf der Erde? Es könnte möglich sein, dass die Erde das auch gar nicht vorhat. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, was ich vorhabe. Ich möchte mich von all dem hier freikriegen. Und ich dachte, das erzähle ich euch einfach hier. Ich hoffe, dass du mit meinem Gerede was anfangen kannst, aber bitte verwechsel das jetzt nicht. Ich bin hier kein Guru und ich bin hier kein Vorbeter. Ich erkläre hier etwas. Und ich erkläre es auch dann, wenn ich manchmal, also eigentlich sollte ich jetzt für besser schlafen gehen oder ähnliches, aber ich dachte, komm, das erzähle ich jetzt noch, weil ich finde, es ist so, es ist einfach die Zeit, wo wir es erkennen müssen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Toi, toi, toi. Oh, du hast Glück. Und wie? Wer immer begonnen hat, seine Energieströme zu reinigen, der hat das Schlimmste hinter sich. Also schlimmer kann es nicht werden. Aber eines möchtest du bitte, oder bitte versteh eine Sache noch. Du hast hier, trotz und alledem, es sind nur Phantomschmerzen, es sind nur Phantomanzeiger. Die wirkliche Reinigung findet in dir statt. Und wenn alles gereinigt ist, dann ist alles andere nur noch ein Echo. Versuche das so zu sehen. Diskutiere niemals mit den anderen, diskutiere mit dir. Du hast mit dir viel mehr Geduld, viel mehr Verständnis. Und das musst du auch haben. Denn wie die anderen auf dich reagieren, das ist deren Sache. Es wird die Zeit kommen, es wird nicht mal allzu lange dauern, weil die Welt hat bald nichts anderes mehr, worauf sie sich. Uns bleibt oft jetzt. Also es kommt die Zeit, wo uns einfach nichts mehr anderes übrig bleibt. Weil wir mittlerweile erkennen, wie sinnlos dieser ganze Quatsch hier ist. Weil er ist so wenig zielführend. Geht einfach nicht mehr. Und ich denke mal, dass wir auch schon begriffen haben, was wir eigentlich alles schon in der Vergangenheit, was wir in der Vergangenheit gelassen haben, was wir auch nie wieder beleben wollen. Dann tun wir es auch nicht mehr. Du musst nur eines immer bedenken. Dein Energiestrom führt dich genau an die Stelle, wo dir das passieren kann, was dir passiert. Es ist dein Energiestrom. Hat er niemals mit den anderen. Sie sind nur die Anzeige. Mehr ist das nicht. Und dass du einen Anzeiger massakrierst oder einen Anzeiger massakrierst oder umbringst oder zur Seite schiebst oder bedrohst oder sonst irgendwas, sorgt nur für das Auftauchen weiterer Anzeiger. Damit ist dir nicht gedient und damit ist niemandem geholfen. Aber eine Reinigung erfüllt den Zweck. Und ich denke, das haben wir jetzt verstanden. Reinigung
Ich sage es nochmal, ich denke, das ist gut, weil man kann ja nie wissen, ob da nicht auch mal gelegentlich jemand anders da auch zufällig mal reinschaltet, der das noch gar nicht, und der das noch gar nicht kennt hier. Also Reinigung, eine innere Reinigung, das ist einfach das eigene weiße Licht, das ist die eigene Kristallenergie, in der man alles wunderbar reinigen kann, so ähnlich wie jemand seine Wäsche in die Waschmaschine stopft. Der Vergleich hinkt nur insofern ein wenig, weil man in der Waschmaschine die Wäsche zwar wieder sauber kriegt, aber man verbessert sie ja nicht. Und das ist bei einem Energiestrom aber völlig anders. Reinigst du nämlich deine Energieströme, wird der auch heller und wird er auch klarer. Immer klarer. So wie ein Grund, also wie das Grundwasser immer klar ist, nachdem es dadurch, was weiß ich, wie viele Erdschichten dadurch gesickert ist. Und dadurch immer gefiltert worden ist. Ich darf jetzt verstehen, was ein wenig, ne? Denn deine Energie wird praktisch durch deine Gedanken gefiltert. Wenn deine Gedanken deine Energie filtern können, was meinst du, wie schnell du da hinterher bist, deine Gedanken immer so zu reinigen, dass es dann nicht, dass deine Energie dadurch nicht verunreinigt wird, wenn sie da deine Gedanken passiert? Denn genau das tun sie. Genau das tut sie. Du denkst Gedanken, für die du empfänglich bist. Ich meine, alle anderen könnten auch so denken, oder sie können, oder ich könnte auch so denken wie jemand, der im Kampfmodus ist. So könnte ich doch auch denken. Nein, aber ich habe eine andere Schwingung, also denke ich nicht so. Alles, was dir einfällt, fällt dir durch deine Schwingung ein. Das kann uns insofern ja nun nicht neu sein. Wir wissen doch, was ein Funkverkehr ist. Wir wissen doch, was ein Radar ist. Wir wissen doch, wie ein Radio funktioniert. Wir wissen doch, wie das Fernsehen funktioniert. Das wissen wir doch. Wenn ich ein bestimmtes Programm anschalte, dann habe ich das Programm, wofür dieses Programm empfänglich ist. Und ich bin nur deshalb jetzt empfänglich dafür, weil ich es gerade angeschaltet habe. Ganz egal, was im Radio für eine Musik läuft. Ich muss einen bestimmten Sender einschalten, um eine bestimmte gewünschte Musik zu hören. Es hat wenig Sinn, einen Klassik-Sender einzuschalten, wenn ich Heavy Metal hören will. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich auf einem klassischen Sender Heavy Metal Musik höre. Dazu müsste ich einen Kanal anschalten, der dieses Programm überträgt. Mit deinen Gedanken, es ist genau das Gleiche. Und du bist der Empfänger deiner Gedanken. Ja, aber auch der Sender. Denn das, was du aussendest, bestimmt auch, was du empfangen wirst. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles in der Kristallschwingung und deine Gedanken werden gereinigt. Und prompt wird es deine Energie. Und ein klarer Geist, eine klare Energie bringt einen klaren Geist und einen geklärten Geist hervor. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute.